Am 17. Mai 2009 kam die erste Version von Minecraft raus und in den darauf folgenden Jahren wurde es zu einem der größten und erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Und oh mein Gott, habe ich genug von diesem Spiel. Klar, als damals die Alpha und die Beta aktuell waren, habe ich selber immer mal wieder mit ein paar Freunden Minecraft über Hamachi gespielt. Ich habe mir Minecraft sogar für die Xbox 360 gekauft, als es 2012 nochmal dort rauskam. Und so viel man auch darüber streiten mag, wie viel Sinn hinter dem Spielprinzip steckt oder wie gut einem der klotzige Artstyle gefällt, kann man nicht sagen, dass Minecraft ein schlechtes Spiel ist. Nein, ganz im Gegenteil, Minecraft ist virtuelles Lego. Und verdammt, hatte ich als Kind viel Spaß mit Lego? Also anstatt viel Geld für Lego auszugeben, spielen die Kinder halt mal ein paar Runden Minecraft und leben sich dort kreativ aus. Gibt es also ein Problem? Sicher nicht mit dem Spiel. Das Spiel ist gut und auch wenn ich in den vergangenen Jahren selten wirklich Lust auf Minecraft hatte, kann ich das nicht verneinen. Es ist ein Werkzeug, ein Spielplatz, auf dem sich jeder so austoben kann, wie er es gerade möchte. Also wo liegt denn dann mein Problem mit dem Spiel? Ganz einfach. In dem verdammten Spam. Minecraft ist überall. Einfach überall. Es ist einfach völlig verrückt, wie viele unkreative und uninspirierte Minecraft-Videos und ganze Kanäle es auf YouTube gibt. Hinsetzen, Minecraft spielen, erschrecken, wenn ein Creeper explodiert und so laut schreien, wie man kann. Mit diesen einfachen Schritten ist das perfekte Minecraft-Video fertig. Ich sage nicht, dass es keine Minecraft-Videos mehr geben soll. Und durch diverse Mods und verschiedene Modi gibt es auch immer wieder neuen Content, den man eventuell irgendwie zeigen kann. Aber Gott, warum muss ich denn in Minecraft-Videos ertrinken? Im ganzen verdammten Internet ist Minecraft so überpopulär, dass es für mich einfach nicht mehr lustig ist. Ich kann nicht einmal mehr über die Gamescom gehen, ohne überall Menschen mit Minecraft-Blockhüten rumlaufen zu sehen. Yay, denke ich. Es gibt so viele andere gute Spiele da draußen und so viel mehr Themen, die es wert sind, in einem Video erwähnt zu werden, als das 3-millionste Minecraft-Let's Play hochzuladen. Das Schlimmste ist aber, dass man es nicht ignorieren kann. Ich meine, so abgeneigt der Call of Duty-Reihe in den letzten Jahren auch gewesen sein mag, sie hat einen Vorteil. Ich habe Ewigkeiten kaum was von ihr gehört und das, obwohl auch sie verdammt populär ist. Minecraft hält so großen Einzug in die Popkultur, dass man es so wie Star Wars einfach nicht mehr ignorieren kann. Und von der Fanbase will ich gar nicht erst anfangen. Da Minecraft von vielen Kindern gespielt wird, die oftmals scheinbar noch nicht in der Lage sind, zumindest tendenziell objektiv zu diskutieren, werden viele sofort gemeuchelt, wenn sie ihr Lieblingsspiel anrühren. Aber kommen wir zum kurzen Fazit. Minecraft ist wirklich ein gutes Spiel, ein gutes Werkzeug, ein schöner Spielplatz. Mit virtuellem Lego ist prinzipiell nichts falsch. Es macht mich lediglich wütend und traurig, wie übermäßig populär dieses Spiel noch immer ist und dass viele Fans es als das kreative Tool überhaupt bezeichnen. Es ist gut, aber nur weil ihr ein Schloss in Minecraft gebaut habt, habt ihr noch keine eigene Mod in Skyrim erstellt oder ein Buch geschrieben. Also bitte. So. Das waren meine Gedanken zu Minecraft. Was haltet ihr von Minecraft selbst und was haltet ihr von der Popularität des Spiels? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal auf unsere Social Network Links in der Videobeschreibung klickt und mal bei Twitter und Facebook vorbeischaut. Abgesehen davon würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unser letztes Video, was ihr hier gerade eingeblendet seht, schaut oder mal auf unserem Kanal vorbeischaut. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao! Hey, schau mal, Steve! Ich kann Schafe erzeugen! Ich bin Gott!